Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 und unserem Rainbow Life. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Beim letzten Mal sind wir aus Paris wieder zurück nach Hause gereist. Wir hatten eine richtig, richtig, richtig schöne Zeit in Paris, denn der liebe, süße Steven hat sich verlobt. Er hat seine angebetete liebe Kaori tatsächlich gefragt, und zwar von sich aus, völlig autonom, ob die beiden Süßen heiraten wollen. Ich bin sehr, sehr, sehr entzückt. Ich muss auch sagen, ich war so überrascht davon, weil er das einfach ja, von sich aus in einem Pariser Restaurant vorgenommen hat. Oh mein Gott, und jetzt kümmert er sich auch um den kleinen, süßen Sky. Aber wir haben noch eine Neuerung. Und Leute, ihr seht es hier unten schon. Die liebe Yuki hat sich unserem Haushalt angeschlossen. Und sie ist tatsächlich die feste Freundin von unserer lieben Vanessa. Es ist so cute, sie, ne? Ich finde es richtig, richtig nice. Die beiden Papas sind wahrscheinlich ein bisschen überrascht. Ich wollte mal gucken, ob wir hier tatsächlich die Verlobung nämlich auch bekannt geben können. Oh ja, das könnten wir. Okay. Weil ich nämlich dann selbstverständlich auch sehen möchte, wie die Reaktion auch ist. Da möchte ich tatsächlich mal gucken, was hier... Oh mein Gott, die liebe süße Kipper ist krank. Oh no, das ist ja richtig traurig. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern heute. Hallo Jules, wir wollen die Verlobung bekannt geben. Reden die jetzt irgendwie... Hä? Wartet mal. Hä? Hat er sich jetzt... Okay, hat er jetzt... Ich bin überfordert. Okay, haben wir uns jetzt irgendwie... Haben wir ihm das jetzt mitgeteilt, den lieben Jules? Oder haben wir das nicht gemacht? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay, wir teilen es jetzt auch den lieben Ash mit. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er dazu sagt. Wir sind verlobt, Ash! Oh no! Oh no! Habt ihr das gesehen, Leute? Es ist... Oh mein Gott, es ist einfach unglaublich. Ash ist nicht einverstanden mit der Heirat. Alter Verwalter. Gab's da jetzt irgendwie ein Moodlet oder so? Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Okay, Ash fand es nicht so cool, dass das jetzt passiert ist. So wie ich es verstanden habe, hat Jules die Verlobung akzeptiert. Er fand das in Ordnung. Aber unser lieber Ash war gar nicht amused darüber. Okay, Ash, kannst du... Warte mal. Oh Gott, ich bin ein bisschen überfordert für den ganzen Sims, die jetzt im Haus sind. Was wir als erstes mal bestellen sollten, sind definitiv etwas für unsere Haustiere. Tierzubehör, Tierleckerchen. Ich glaube, es war der Wellness-Happen, oder? Ich bestelle mal 4 Stück, genau. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Wellness-Happen dann auch direkt an die süße Maus zu geben. Tierarztleckerchen geben, Wellness-Happen. Dann müsste die kleine Kipper auch wieder gesund werden. Oh mein Gott, das ist einfach so grausig, ne? Die kleine Maus war krank, als ich gerade eben wiedergekommen bin. Ja, sie ist wieder gesund, sehr gut. Oh mein Gott, was ist hier los? Und die liebe Yuki ist ja jetzt bei uns eingezogen und ich glaube, dazu haben Ash und Jules noch überhaupt nichts sagen können, oder? Wir haben außerdem die liebe Yuki ja jetzt in unserem Haushalt und wir haben noch keine Karriere mit ihr eingeschlagen. Das würden wir jetzt natürlich nachholen, weil die liebe Yuki hat hier einen Traum. Sie möchte Computerfreak werden, beziehungsweise möchte das Computerfreak-Bestreben ja absolvieren. Oh mein Gott, der kleine Sky ist hier auf dem Boden. Darum müssen wir uns auf jeden Fall gleich kümmern. Es sind zu viele Sims, Leute. Ich muss irgendwie gerade hier meine Materie zusammenbekommen. Okay, wir wollen auf jeden Fall, ich glaube, die Technik-Guru-Karriere wollten wir eingehen mit der lieben süßen Maus. Genau, Technik-Guru. Da können wir E-Sportler werden oder Startup-Unternehmerin. Das ist ziemlich aufregend. Wir werden auf jeden Fall... Oh, wir werden auf jeden Fall die Technik-Guru-Karriere jetzt einschlagen. Das ist schon mal gut. Wir wollen Computerspiele spielen. Das passt ja perfekt, denn die liebe Yuki muss ja in ihrem Bestreben auch 5 Stunden programmieren und Computer spielen. Dann können wir das ja jetzt hier mal machen. Weil dann können wir nämlich mit dir auch am Bestreben arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie gut wir dann sind mit diesem Bestreben. So, jetzt müssen wir erstmal uns um den lieben Sky kümmern. Ich kann das hier nicht sehen. Ich kann das hier einfach nicht sehen. Können wir Sky bitte hier absetzen in dem Spielbogen? Ja, du kleiner süßer Mausi-Bär. Ja, genau. Wir können dann mit dir tatsächlich ein bisschen spielen. Wo geht das denn? Ich habe auch gesehen, dass er, als wir angefangen haben oder als ich die Aufnahme gestartet habe, dass hier so ein paar Dinge passiert sind, die ich natürlich nicht außen vor lassen möchte. Er hat den Meilenstein 10 Mund freigeschaltet. Oh, Sky hat es geschafft, seinen 10 Mund zu stecken. Was für eine niedliche Demonstration seiner Beweglichkeit. Das ist einfach cute. Lieber süßer Ash, kannst du dich irgendwie ein bisschen anziehen? Wir haben Winter. Ich meine, irgendwo hört es ja auch auf. Ich muss mal gucken, ob ich dieses Büro vielleicht
für die Yuki umstyle, beziehungsweise so ein bisschen verändere. Das ist ja eigentlich das Büro vom lieben Ash und vom lieben Jules gewesen, aber die brauchen das ja gar nicht mehr. Ich kann nicht da mal gucken, dass ich ja hier entsprechend das Büro so ein bisschen umgestalte bis zum nächsten Mal. Freundlich zu Ash sein, oh. Das können wir tatsächlich auch so interpretieren, dass Ash ja jetzt überhaupt nicht amused war und dass der süße Steven jetzt versucht, die Wogen ein bisschen zu glätten. Vielleicht wurde Ash ja auch ein bisschen überrumpelt von dieser Neuigkeit. Oh mein Gott, das kam jetzt nicht so gut an. Geschichten. Wir können auch mal eine dramatische Geschichte erzählen. Ja, wir versuchen hier eine Konversation zu betreiben, Schatz. Ich weiß, dass das ein langweiliges Gespräch für dich ist, aber Steven muss auch gleich zur Arbeit. Ja, ja, er ist ja Koch. Er ist ja Caterer. Leckermaus, Stufe 3. Das passt aber auch. Wir haben nämlich alle Aufgaben erfüllt. Das heißt, wir könnten vielleicht auch befördert werden. Dann übergib mal bitte den kleinen, süßen Fratz an den lieben Ash. Dann kann der Ash ihn nämlich ins Bettchen bringen. Mein Gott, hier ist so viel los, Leute. Ich bin schon wieder überfordert. Bei der süßen Yuki. Wir sollten Spielen auf jeden Fall als Arbeitsaufgabe abgeschlossen haben. Und wir sind auch schon bei einer Stunde Computerspielen. Das ist in Ordnung. Ja, es werden jetzt immer mehr Sims, Leute. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich das hier irgendwie, ja, unter einen Hut bekomme. Und wenn du den süßen Fratz hier abgelegt hast, dann kannst du ihn auch in den Schlaf wiegen und ihm einen guten Nachtkuss geben. Und danach würde ich sagen, geben wir der süßen kleinen Kipper auf jeden Fall ein kleines Bad. Weil die ist schon wieder dreckig wie die Wutz und hat hier schon wieder vors Haus gemacht. Das ist, ja. Wir baden jetzt erstmal die Kipper. Ja, du Stinky Winky. Hallo, Jules. Welcome back. Oh mein Gott, du hast 5000 Simoleons gemacht. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Du kannst da mal hier das Figurengemälde fortsetzen. Yuki ist ein bisschen schlecht gelaunt. Warum? Echt miese Zeit wegen Vorliebe von Yuki. Hä? Sims, die lange Zeit Dingen ausgesetzt werden, die sie nicht mögen. Abneigung gegen Videospiele. Willst du mich eigentlich rollen? Das ist dein Job, Yuki. Okay, sie mag keine Videospiele, aber sie ist ein Technikguru. Können wir da ganz kurz drüber sprechen? Da musst du jetzt leider ein bisschen durch, Schatz. Ich weiß nicht, was ich dir sonst sagen soll. Oh, der süße liebe Jules hat auch ein Meisterwerk gemalt. Das kannst du direkt mal verkaufen. Ja, ja, ja. Das wollen wir unbedingt. Und Yuki kann sich jetzt ein bisschen mit den Papas gutstellen. Ist das... Macht sie das durch die Wand? Ach, ist ja gar nicht weird. Ist gar nicht weird. Kannst du bitte schauen, dass du ein freundliches Gespräch führst mit einem deiner Schwiegerpapas? Es ist praktisch ein Schwiegerpapa, Leute. Das macht natürlich keinen guten Eindruck, wenn du wütend bist. Oh Gott. Kipper wurde noch gar nicht gebadet, ne? Oh, Steven hat mal wieder einen Abgabetermin verpasst und der Chef wird nicht zufrieden sein. Was soll er tun? Für Ablenkung sorgen? Vielleicht? Oh no! Leistungsverschlechterung. Dang it. Steven zündet ein Feuer im Papierkorb seines Kollegen an, sodass der Feueralarm ausgelöst wird und alle nach draußen rennen. Niemand denkt mehr daran, dass Steven den Abgabetermin verpasst. Also das passt ja überhaupt gar nicht zu ihm, ne? Oh no! Jetzt sind wir runtergegangen von der Arbeitsleistung. Das ist ungünstig. Wo war ich? Ach ja, die liebe Kipper wollten wir baden, ne? Kannst du bitte Kipper jetzt endlich baden? Das hat irgendwie der liebe Steven nicht gemacht vor seiner Arbeit. Und können wir bitte drüber sprechen, dass die liebe süße Maus hier auch traurig ist? Weswegen denn? Wach und traurig. Oh. Ich kann die süße Yuki hier was machen. Kannst du mal schauen, dass du ein bisschen den kleinen Fratz tröstest? Das ist doch, glaube ich, ganz süß. Den süßen Sky mit einer Flasche füttern. Was ist hier los? Warum liegt hier Schrott rum? Das muss ich hier irgendwie in die Mülltonne werfen. Ja, ist doch gut, kleine Maus. Ist doch alles in Ordnung. Wir knuddeln dich auch dann mal. Ja, es ist alles in Ordnung. Wie Jules hier auch abwartet und schaut, ne, dass da alles in Ordnung ist. Candy ruft uns an, unsere Schwester. Candy ruft an und möchte plaudern. Wir haben jetzt erstmal keine Zeit, süße Schwester. Wir kümmern uns hier um unser Baby. Wann hat denn der süße Fratz Geburtstag? Das müsste doch jetzt auch irgendwann sein. Er hat morgen Geburtstag, dann wird er zum Kleinkind. Wie cute. Dann können wir ihm auch die Töpfchenfähigkeit beibringen. Das ist ziemlich süß. Jules, kannst du hier bitte weggehen? Das ist ein bisschen creepy, wenn du hier rumstehst. Jules, kannst du vielleicht nochmal schauen, dass du hier ein Gemälde malst? Vielleicht impressionistisches Gemälde, ein großes? Das kannst du mal machen. Ash, wo bist du? Oh, du hast die Kipper gebadet. Sehr, sehr süß. Yuki macht sich ein bisschen vertraut mit dem süßen kleinen Sky. Oh, das ist so toll, ne? Dass das jetzt klappt. Ich finde schon, dass sie sich so ein bisschen mit Sky beschäftigen sollte. Weil immerhin ist das ja das Ziehkind, wenn man das so sagen kann, ne? Oh, du kleine Maus. Üben wir jetzt stehen. Wir üben tatsächlich stehen. Schaut mal, Leute. Oh, du kleiner Fratz.
Oh, sie haben auch schon ein Gefühl bekommen miteinander. Oh. Glückliche Nähe durch glückliche Erinnerungen. Oh, es ist einfach goldig, ne? Es ist einfach goldig. Dann kannst du diesen süßen Sky auch nochmal hier im Spielbogen absetzen, weil dann könnten wir tatsächlich mit dem süßen Sky spielen. Wir nutzen die Zeit, dass wir heute noch nicht arbeiten. Hallo, süße Vanessa. Welcome back from the job. Oh, sie wurde befördert zur Maschinentechnikerin. GG, liebe süße Maus. Das ist ja richtig nice. Das macht richtig Freude mit dir. Was haben wir denn als nächste Aufgabe? An der Robotik-Werkbank arbeiten. Oh, und wir müssen die Programmierfähigkeit leveln. Das kannst du doch auf jeden Fall hier direkt mal machen, oder? Programmieren. Üben dann nochmal ein bisschen Programmieren hier am PC. Und du übst noch ein bisschen Krabbeln hier mit dem kleinen Sky. Sehr, sehr gut. Du hast das... Oh, du kannst das Gemälde auf jeden Fall nochmal an den Sammler verkaufen. Dann kannst du direkt nochmal ein Landschaftsgemälde malen, süßer Jules. Der süße Steven kommt erst um 23 Uhr von der Arbeit. Das ist ja krass. Das ist ja mega spät, oder? Die Schwester von der lieben Yuki ist zu Besuch. Lass mal schauen, dass wir vielleicht mit der süßen Maus mal ein bisschen Kontakt aufnehmen, denn die gehört ja jetzt zu unserer Familie. Hallo Candy! Schön, dich kennenzulernen. Einfach damit wir die Familie von unserer lieben Yuki nämlich auch kennenlernen. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Oh, ich glaube, hier ist ein bisschen stinky angesagt, ne? Guck mal bitte, dass du die Windel von Sky wechselst. Oh, schaut mal, Gefühl der Wertschätzung. Die verstehen sich ja richtig gut. Haben die ein gutes Verhältnis miteinander? Tatsächlich, das sieht gut aus. Das ist nice, okay. Kannst du den süßen Sky ins Bettchen bringen? Weil ich glaube, ja, wir haben 21 Uhr. Er sollte auf jeden Fall schlafen jetzt. Okay, wir haben auf jeden Fall Level 4 der Programmierfähigkeit jetzt auch schon erreicht. Das passt. Oh, die liebe Vanessa mag programmieren. Das ist in Ordnung. Das darfst du sehr gerne mögen. Dann schau mal, dass du jetzt nochmal Materialien... Nee. Wir konnten, glaube ich, Materialien auch bestellen, ne? Über die Mod. Ah, das war, glaube ich, am PC, wenn mich nicht alles täuscht. Da konnte man bestellen... Tuning-Teile kaufen. Hier ging das. Wir brauchen nämlich Altmaterial. Da sollten wir so ein bisschen was auch auf Vorrat schon mal bestellen. So, das ist jetzt ein bisschen Money, aber das hilft uns tatsächlich hier. Experimentelle Motivatoren. Wartet. Experimentelle Motivatoren. Die haben wir ja freigeschaltet mit der Karriere, wenn mich nicht alles täuscht. War das nicht so? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß halt leider nicht, für was das ist. Ob das für den Servo-Roboter wichtig ist oder für die kleinen Service-Bots, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass wir vielleicht so einen Energiemotivator bauen, weil das levelt ja auf jeden Fall auch unsere Robotikfähigkeit, würde ich sagen. Hallo Yuki! Kannst du nochmal schauen, dass du vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht doch Spiele spielst? Vielleicht doch nochmal My Sims Go spielst? Einfach damit wir an deinem Bestreben noch ein bisschen weiterarbeiten. Wann musst du morgen denn arbeiten? Ab 10 Uhr. Das ist ja perfekt. Oh, das ist auch sehr gut. Du hast sonntags auch frei. Das ist sehr, sehr schön. Oh Gott, aber der liebe Steven, ne? Der tut mir richtig leid. In seinem Job arbeitet er ja richtig lange, Leute. Ich hätte sehr, sehr gerne, muss ich sagen, auch die liebe Kaori noch eingeladen zu uns. Vielleicht machen wir das am nächsten Tag. Hey, Leute, wir sind verlobt. Eigentlich müssen wir sie bei uns einziehen lassen, oder? Was sagt ihr? Ich würde sie gerne bei uns einziehen lassen. Einfach, weil ich finde, dass wir auch sie zu uns ins Haus holen sollten. Mit der Verlobung ist das für mich eigentlich schon entschieden gewesen. Befördert zum Mixer! Ja! Lieber süßer Steven! Sehr, sehr cool. Meint ihr, wir könnten die liebe Kaori jetzt hier einladen oder ist es so spät? Komm bitte vorbei, du bist doch unsere Angebetete. Sie kommen vorbei, obwohl 23 Uhr ist, das ist ziemlich nice. Okay, Leute, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen tatsächlich und ich würde sie fragen, ob sie hier einziehen will. Das ist für mich der einzig logische Schritt. Liebe Kaori, hallöchen, schön, dass du da bist. Oh... Okay, das war ein bisschen weird. Okay, können wir Kaori sofort heiraten? Ich glaub's nicht. Mitten einzuziehen. Leute, das müssen wir machen. Ich bin immer so unsicher, weil ich eigentlich immer will, dass sie das autonom machen. Ihr Süßis. Oh, hier oben geht's richtig ab, ne? Hier oben geht's richtig ab. So, wie sieht's aus mit der lieben süßen Vanessa? Vanessa, du hast Hunger. Guck mal bitte, dass du hier noch was nimmst. Forelle Müllerin sollte passen. Yuki, wie sieht's bei dir aus? Du spielst. Aber du solltest auch ein bisschen auf deine Bedürfnisse achten. Geh mal bitte auf Toilette. Und auch du grabst dir dann noch mal was zum Essen. Die liebe Kaori kommt zu uns. Auch ohne Geld. Also ich möchte nicht, dass sie irgendwie was Geldtechnisches mitbringt. Dann ist die süße Kaori jetzt endlich bei uns in unserem Haushalt. Schaut, hier unten ist sie. Ja. Oh, sie ist Extremsport-Fan. Ich weiß nicht, ob wir das ändern müssen. Oh mein Gott. Wir haben sie endlich bei uns im Haushalt. Ich finde es so cool, Leute. Das heißt, wir können jetzt mit ihr auch spielen. Oh, da gab es jetzt auch ein Moodlet für... Du wächst Gefühle in mir.
Die beiden sind einfach goldig. Die beiden sind einfach goldig. Könnt ihr vielleicht hier zur Feier des Tages ein kleines Techtelmechtel machen? Weil dann könnten wir tatsächlich das auch ein bisschen besiegeln. Dann geht's mal los, ihr lieben Süßen. Holla, holla, ja. Oh, wie aufregend. Dann haben wir jetzt tatsächlich ein volles Haus. Ich habe über den MC Command Center allerdings die Anzahl an maximalen Haushaltsmitgliedern auf 10 gesetzt. Einfach damit wir, falls wir jetzt noch, ja, irgendwas, falls noch irgendwas passieren sollte, einfach, dass wir genügend Platz haben, ne, Leute? Das war mir unglaublich wichtig. Gute Nacht, ihr lieben süßen Mäuse. Oh, wie schön. Ja. Das ist die neue Funktion. Die muss ich noch deaktivieren. Das waren diese neuen Entdeckungsquests. Die habe ich mal deaktiviert in dem Spielstand. Die kamen mit dem neuen Basegame-Update. Hey, Vanessa! Du bist stinky, ne? Dann guck mal bitte, dass du dich hier duscht. Eureka! Wer hat da eine Idee gehabt? Ein Genie zu sein hat eine bevorzugte... Was Fähigkeit erhöht? Hä? What? Wie cool ist das bitte, dass sie eine Fähigkeit levelt, wenn sie in der Dusche überlegt? Ich weiß es natürlich nicht, was sie irgendwie gelevelt hat, aber wie cool ist das bitte? Ich wusste nicht, dass das geht. Geh mal bitte schlafen, süße Maus. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, dass der süße kleine Sky wach ist. Guck mal bitte, dass du ihm nochmal eine gute Nachtgeschichte erzählst, lieber Jules. Opa, guck mal bitte nach deinem Enkel. Ihr Süß, ihr seid so toll, ja. Oh. Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Oh no! Oh mein Gott! Ich hab's vorhin noch gesagt, dass ich den MC Command Center auf 10 Sims eingestellt habe, falls was passiert. Sie machen Babys! Nein, Leute, das geht nicht, Leute, das geht nicht. Du bist gerade eingezogen. Wartet mal. Ich kann nicht mehr. Ich muss kurz pausieren. Okay, wir haben unzufrieden beim mittelmäßiges Techtelmechtel. Leute, ich kann nicht mehr. Habt ihr jetzt tatsächlich ein Baby gemacht? Wollt ihr mich eigentlich rollen? Nummer 1, du bist erstmal stinky winky. Du gehst jetzt hier erstmal duschen. Und Nummer 2, wir müssen den Schwangerschaftstest machen, Leute. Wenn sie schwanger ist, raste ich aus, Leute. Das kann ich nicht. Oh mein Gott, gerade eingezogen, direkt Baby gemacht. Leute, dieses Spiel macht mich verrückt. Ich kann nicht mehr. Dieses Spiel macht mich verrückt. Sie ist direkt schwanger, Leute. Dieses Spiel möchte meine Grenzen austesten. Ich kann gerade nicht mehr. Ich bin gerade völlig fertig. Es ist halt auch langweilig, wenn man einfach eingezogen wäre und einfach ein bisschen Zeit spontan miteinander verbracht hätte, ne? Ist auch total cool, dass ihr autonom ein Baby gemacht habt. Finde ich total cool. Ist auch gar nicht seltsam. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Okay, sie wünscht sich Karaoke singen, das ist in Ordnung. Und sie möchte Urlaub in Mount Komorebi machen. Das ist aber eigentlich ganz cool, muss ich tatsächlich sagen. Weil dann könnten wir die Eltern von der lieben Kaori auch mal besuchen. Es hat mich schon wieder so fertig. Dieses Spiel möchte auch meine Grenzen austesten. Ist auch nicht so, als hätten wir schon ein Baby, was jetzt zugegebenermaßen halt zum Kleinkind wird. Aber ist auch nicht so, als hätten wir noch ganz viele Bestreben, die wir erfüllen müssen. Also ich glaube, wir dürfen uns erstmal nicht beschweren, dass wir nicht genug zu tun haben, ne? Ich finde es auch spannend, dass sie das Bestreben Extremsport-Fan hat. Leute, das möchte ich sehr gerne ändern. Warte mal, wie sehen denn hier die Eigenschaften aus? Sie ist abenteuerlustig. Ja, da müssen wir es eigentlich behalten, ne? Ich hatte also halt im Hinterkopf, naja, wir haben die Bestreben halt alle schon fast erfüllt mit unserer zweiten Generation, weil wir ja nur noch diese kleine Sache hier ändern müssen. Aber wie kommen jetzt immer mehr Sims dazu? Okay, ich atme jetzt erstmal in Ruhe durch. Du gehst jetzt erstmal schlafen, Kaori, weil wir haben es 3 Uhr morgens. Und du, süße Maus, gehst auch schlafen. Was haben wir denn hier? Einen Tag Urlaub nehmen. Alles klar, das möchtest du tun. Wir haben außerdem noch ein kleines Gefühl bekommen mit der lieben Kaori. Was ist das denn? Ein Dach, eine Familie. Seit Kaori und Steven unter einem Dach leben, fühlen sie sich einander näher als je zuvor. Ich bekomme ein bisschen Pipi in die Augen, Leute. Also diese Emotionen habe ich auch so ehrlicherweise noch bei keinem meiner Sims gesehen. Ich finde, das ist so cute. Ich muss jetzt hier ganz kurz mal schauen, was er hier auch noch für Gefühle hat. Große Neuigkeiten von der Ankündigung eines neuen Familienmitglieds entzückt. Oh, was haben wir hier? Loyale Belegschaft. Am Arbeitsplatz von Steven haben alle dafür gesorgt, dass er sich wie zu Hause fühlt und er sollte sie besser nicht enttäuschen. Ja, okay. Und das schlechte Techtelmechtel. Wow. Sag mal, ihr süßen Opas, und die wissen ja noch nicht, dass sie Opa werden. Kannst du bitte schlafen gehen, süßer Jules? Ich glaube, dass das eine sehr spannende Woche ist für Jules und Ash. Die erfahren Nummer 1, die Verlobung mit der lieben Kaori. Sie bekommen mit, dass die feste Freundin von unserer lieben Vanessa, die Yuki einzieht und dann zieht auch noch Kaori ein. Es ist absolut spannend im Hause Fleming. Das heißt auch, dass ich den Stammbaum der Familie Fleming dann auch nochmal anpasse auf unserer Website. Den Stammbaum und die Infos zur Familie findet ihr unten auch in der Infobox, by the way. Angenehme, kompatible Lebens...
Sims-Stile. Das Gefühl hatte ich ja auch noch nie mit einem meiner Sims. Das hat Ash gegenüber Jules. Ash hat festgestellt, dass er sich durch ihren gleichen Lebensstil sogar noch mehr zu Jules hingezogen fühlt. Also, ich weiß, ganz viele haten das Spiel oder kritisieren das Spiel und viel Kritik ist auch berechtigt. Ich muss aber eins ganz klar sagen hier an dieser Stelle. Die letzten Packs, die wir vor allem in diesem Jahr und Ende letzten Jahres bekommen haben und auch diese Updates, was diese Gefühle angeht und was diese Merkmale angeht, also die haben dieses Spiel viel, viel besser gemacht. Und ich finde, wir haben so viele coole Spielneuerungen bekommen. Ich muss wirklich sagen, es kommt noch nicht ganz an zum Beispiel Sims 2 heran mit der Individualität. Dafür habe ich ja Mods im Spiel. Aber ich finde, wir kommen dem immer näher. Und mit dem neuen Erweiterungspack, was uns jetzt auch angekündigt wurde, mit dem zu vermieten Pack, kommen wir noch näher an so eine Semi-Open World. Und ich muss sagen, dass mir das Spiel immer mehr Spaß macht und dass ich immer mehr Freude habe, dieses Familien-Gameplay zu erkunden. Also ich bin gerade mega happy mit den Sachen, die sich hier entwickeln. Das ist unglaublich. Wir brauchen allerdings jetzt auch einen kleinen Plan, wie wir jetzt vorgehen. Weil ich kriege gerade ein bisschen Panik in meinem Kopf, wie wir die Bestreben alle erfüllen sollen mit den einzelnen Sims. Die liebe Yuki möchte ja in ihrem Job weiterkommen, möchte spielen und programmieren. Das sollte kein Thema sein. Das können wir sie nebenher auch machen lassen. Die liebe Kaori, das wird eine kleine Herausforderung für die liebe Kaori. Denn die liebe Kaori hat ein Bestreben, was man eigentlich nur in Mount Komorebi abschließen kann. Und da habe ich ein kleines Problem mit. Daher würde ich das Bestreben gerne ändern. Nicht, weil ich keinen Bock habe da drauf, aber wir müssten sonst ganz, ganz oft hin und her reisen. Und da habe ich ein kleines Problem mit. Ich würde sie gerne in die Sportkarriere schicken. Einfach, weil sie offenbar Extremsportfan ist. Und ich würde das so ein bisschen übersetzen, vielleicht in dieses Bodybuilder-Bestreben. Und das würde ich sehr gerne mit ihr machen. Das ist das Erste, was ich tue. Und ich würde sie sehr, sehr gerne auch in die Fitnesskarriere schicken. Wir haben wie die Sportlerkarriere. Weil sie kann ja Profisportler oder Bodybuilder werden. Das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Und dann können wir auch viel besser an ihrem Bestreben arbeiten. Der liebe Sky wird heute auch älter. Das heißt, dass wir gleich noch ein kleines Umstyling machen. Und der liebe Steven, da brauchen wir noch den Fisch. Ich glaube, dann habe ich jetzt nämlich einen viel klaren Plan, wie wir jetzt vorgehen sollen. Es tut mir leid, wenn ich da so logisch rangehe, aber ich brauche das in meinem Kopf, muss ich da einfach immer wieder so ein bisschen Ordnung machen, weil ansonsten kann ich das irgendwie nicht. Lieben Sky können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Bauchzeit selbst verbringen lassen. Oh, Zeit zu zappeln. Das ist ja süß. Guck mal bitte, dass du noch ein bisschen Bauchzeit machst, lieber Sky. Oh, du hast auch ein Gefühl für Yuki bekommen. Welches hast du denn bekommen? Absolute Verehrung. Sky möchte nur das Beste für Yuki. Oh. Bei mir ist einfach toll, ne? Ich bin auch gespannt, wie das mit der Schwangerschaft von der lieben Kaori wird. Ich würde sagen, ich lasse euch jetzt erstmal alle schlafen und wir machen am nächsten Tag weiter. Wir haben es ja auch schon wieder 7 Uhr, Leute. Yuki hat ja ausgeschlafen. Dann nimm mal bitte eine kurze Dusche. Dann kannst du die Zähne putzen. Das sollte auch passen. Und dann lasse ich dich nochmal ein bisschen Videospiele spielen. Die liebe süße Vanessa ist richtig fit. Die muss auch in 3 Stunden erst zur Arbeit. Das passt. Dann kannst du hier nämlich nochmal an dem Energiemotivator arbeiten. Ich hoffe, dass das diesmal klappt. Der liebe Steven hat auch ausgeschlafen. Passt. Er muss auf jeden Fall erstmal auf Toilette und danach wird er sich was zu essen grabben. Beziehungsweise guck mal bitte, dass du Frühstück servierst und zwar Pfannkuchen. Dann kannst du gleich nochmal an der Kochfähigkeit arbeiten. Dann möchtest du noch mit einem Sim sprechen, mit der lieben Kaori. Das können wir auch machen. Oh, Kaori! Oh mein Gott. Ja, die geht's nicht so gut heute Morgen, ne? Guck mal, dass du dir auch eine kurze Dusche gönnst und dann auch die Zähne putzt. Das sollte auch passen. Vanessa hat ihr neues Werk fertiggestellt. Okay, was ist das jetzt ganz genau? Jetzt möchte ich mir das aber auch angucken. Oh, wir haben 2 davon. Okay, was machen die denn? Der experimentelle Motivator kombiniert eine streng geheime olfaktorische Stimulation mit elektromagnetischen Impulsen, um die Beweggründe von Sims in der Nähe zu verändern. Der Energiemotivator verpasst Sims in der Nähe einen Energieschub. Wie geil ist das bitte? Das ist ja mal mega cool. Oh mein Gott, da müssen wir hier nochmal was bauen. Das heißt, das supportet deren Merkmale oder deren Bedürfnisse. Okay, können wir nochmal so einen Putzmotivator vielleicht bauen? Das ist ja mal mega cool. Ich tue mal eins von denen vielleicht auch zum lieben Steven. Ich würde mal, genau, du isst jetzt deine Pfannkuchen, korrekt? Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Ich tue das mal in den Kühlschrank. Das ist ja mal mega cool, Leute, dass das geht. Ich habe mal den jetzt hier eingesetzt. Oh mein Gott!
Was macht das jetzt? Warte mal, hat das jetzt die Energie hochgepusht? Oh mein Gott, das ist ja so geil. Ich wusste nicht, dass es das gibt, Leute. Wusstet ihr das? Ich erkunde so viele Dinge hier in diesem Let's Play. Holy moly, das ist so aufregend. Ich bin gerade so hippelig, weil ich so viele Dinge gerade erkunde mit euch. Oh mein Gott, 30.000 Simoleons durch Tantiemen. Leute, wir sind so auf der Überholspur. Es ist einfach so großartig. Jetzt ruft uns auch noch unsere Schwester an und möchte quatschen. Das können wir auf jeden Fall machen. Wir sind ja so cool in dieser Familie. 230.000 Simoleons in der Bank. Okay, liebe Vanessa ist auch schon wieder im Job. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die liebe, süße Yuki spielt. Und muss sie nicht zum Job? Die muss zum Job. Nee, Yuki, hör mal bitte auf. Du musst arbeiten. Du musst arbeiten, Girl. Das habe ich voll verpasst, ne? Oh, du hast noch nicht trainiert. Ich glaube, dieser Boxsack zählt nicht als Training. Lass mal schauen, ob wir vielleicht ein anderes Gerät kaufen. Dann guck mal, süße Maus, dass du mit geschwellter Brust läufst. Beziehungsweise, nein. Lass mal schauen, dass du Ausdauerlauf machst. Ich glaube, dass das besser ist. Ja, jetzt zählt es als Trainieren endlich. Ja, jetzt klappt es. Sehr, sehr gut. Oh, neues Persönlichkeitsmerkmal. Kaori war in letzter Zeit sehr aktiv und ist begeistert davon. Ja, dann sei doch auch aktiv. Das ist ja sehr, sehr cool. Und wir können den Geburtstag von dem lieben, süßen Sky jetzt endlich feiern. Dann hau mal bitte rein. Hallo Sky. Wir feiern mit dir Geburtstag. Happy Birthday, lieber Sky. Ja, Happy Birthday to you. Oh. Wie süß er ist. Schaut mal. Oh. Der kleine süße Sky ist zum Kleinkind geworden. Oh. 2, 4, 6, 8. Okay. Das heißt, dass wir den kleinen süßen Mann jetzt auch umstollen können. Und das würde ich tatsächlich jetzt auch gerne tun. Wir sehen uns gleich im Creatorsim wieder. Ich beschleunige das Video. Gebe euch ein bisschen Musik auf die Ohren. Und danach sehen wir den kleinen Sky fertig umgestylt. Bis gleich. Ich habe den kleinen süßen Mann endlich umgestylt. Ich habe ihm so ein paar Outfits gegeben, die auch die Farbe blau haben, weil er hat ja auch die Hautfarbe blau. Er hatte von Natur aus keine Haare. Das habe ich jetzt auch erstmal so gelassen. Wir gucken mal, wenn er zum Kind wird, ob sich das nochmal ändert. Ich will auch nicht seine Tarnung irgendwie verändern, weil ich finde, er sollte weiterhin als Alien auch im Haushalt auftreten. Er sollte auch weiterhin als Alien präsent sein. Ich will das irgendwie nicht verstecken vor anderen. Das finde ich irgendwie komisch. Ich habe mir gedacht, dass wir die Farbe blau in seine Outfits einfließen lassen. Das ist seine Alltagskleidung, das ist seine Ausgekleidung. Dann haben wir hier die Bettkleidung und hier die Ausgekleidung und wir haben hier die Badekleidung, die Heißwetterkleidung und hier haben wir die Kaltwetterkleidung. Mir fällt gerade auf, dass wir, glaube ich, bei der Warmwetterkleidung auf jeden Fall nochmal diese Schirmmütze ihm geben könnten. Ich hoffe, euch gefällt der süße kleine Sky und wir gehen jetzt zurück in den Haushalt. Ihr lieben Süßen, ich mache jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Ihr seht, wir haben einiges zu tun in diesem Haushalt. Wir haben zwei erwachsene Sims, die in diesen Haushalt hinzugekommen sind. Die liebe Yuki und die liebe Kaori, die ja auch noch immer auf der Tretmühle sitzt. Und wir haben ein heranwachsendes Kind und wir haben außerdem die liebe Kaori, die schwanger ist. Ich meine, das ist einfach so. Es ist einfach so viel. Ich bin so gespannt, wie wir das hinkriegen und ob wir das alles unter einen Hut bekommen. Es wird sehr stressig werden, das weiß ich schon. Und es wird sehr spaßig werden für euch, weil ihr mich nämlich strugglen sehen werdet. Ihr Lieben, viele lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir gerne ein Like und einen Kommentar. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr vom neuen Bestreben von der lieben Kaori haltet. Ob das für euch so in Ordnung ist oder ob wir das wieder umändern sollen. Sagt mir auch gerne eure Meinung zu der Familienkonstellation. Oder wenn ihr Ideen habt, wie wir mit dem einen oder anderen Sim vielleicht an dem Bestreben auch arbeiten können. Oder was wir unbedingt noch entdecken müssen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. Das ist völlig kostenfrei und ihr supportet mich damit. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei dem chaotischsten Haushalt, den ich jemals gespielt habe, wieder beim nächsten Mal in unserem Rainbow Live. Bis dann. Bye.